Oh je. Oh, komm. Manchmal ist die Kameraführung auch wirklich so blöd, dass du auch gar nichts erkennst. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei einer neuen Folge von Assassin's Creed 4. Ja, also wie versprochen, ich habe mal eine Runde gefarmt. Ich musste aber, ein bisschen Geld muss ich auf jeden Fall ausgeben, muss ich jetzt mal ehrlich so gestehen. Weil, ich bin ja hier in den Südmeeren ein bisschen unterwegs und da brauche ich auf jeden Fall mal Fettkohle. Ja, also vielleicht seht ihr es gerade, ich habe auch es geschafft, mal ein Kriegsschiff zu erbeuten. Ja, leider habe ich nur es geschafft, eins zu erbeuten, weil ich habe mich mal wieder ein bisschen relativ blöd angestellt. Und habe einfach, wie soll ich sagen? Ja, ich bin einfach draufgegangen, so ich habe es nicht geschafft und so, da die Crew irgendwie zu Platz zu kriegen, hätte ich leider noch ein zweites Kriegsschiff bekommen. Aber es macht ja nichts, so habe ich wenigstens mal die Möglichkeit, euch denn nochmal zu zeigen, wie jetzt eigentlich denn jetzt die Jackdaw abgeht. Und ja, gucken wir mal. Jetzt habe ich euch auf jeden Fall mal versprochen, dass wir mal so mit der Mission anfangen. Irgendwie war das doch hier immer überspringen. So, jetzt gehe ich mal hier zur Flotte. Weil ich habe mir eigentlich so überlegt, ich habe ja jetzt relativ viele Fregatten. Und, ich will noch hier bleiben und tue auf jeden Fall mal hier die in der Zwischenzeit mal ein bisschen abwracken. So, möchtest du die abwracken? Ja, möchte ich. Die tue ich jetzt nämlich auch abfragen. Also wie gesagt, ich hole jetzt alle Bricks raus. Die werde ich nämlich... Oh ne, jetzt habe ich es doch repariert. Ich wollte die jetzt auch nicht abfragen. Ich hole jetzt alle Bricks raus, weil... ich durch das Abfragen bekomme ich doch mal... Kristalle. Und ich kann mir dann auf jeden Fall nochmal... denn ein Dock holen. Aber... zwischenzeitlich, die jetzt frei werdenden Docks, werde ich dann immer wieder mit Fregatten auffüllen oder wenn ich das Glück habe, mal so mit Kriegsschiffe, wie gesagt, wenn sich das anbietet, werde ich es euch auf jeden Fall zeigen. Oh, ich habe mal heute wieder einen Knoten in der Zunge. Alles halb so wild. Und jetzt bin ich mal hier, genau, die tue ich auf jeden Fall mal reparieren. Also ich kann es euch auf jeden Fall mal zeigen, dann können wir mal eine Runde spielen. Ja, glaube ich, die Zeit nehmen wir uns denn einfach mal. Ja, komm. Also wie gesagt, ich habe hier wirklich auch jetzt einen richtig guten, fetten Kahn mit sehr guter Ladekapazität. Aber, komm, machen wir jetzt mal ein paar Missionen. Oder nee, komm. Erst mir anders überlegt, was ich nicht beim anderen Mal. Was ich euch auf jeden Fall jetzt zeigen möchte, ist jetzt erstmal diese Upgrades. Also ihr seht, wir haben 60.000 Reales. Hier Eisen, Metall konnte ich auch wirklich sehr viel zusammenfarmen. Wir haben genügend Holz, Laken, nennt sich das Laken oder Stoffe, keine Ahnung. Und ich habe ein bisschen Rum und ein bisschen Zucker verkauft, ne? So, und ihr seht ja auch schon hier die Preise, 750 Holz, ne? Da geht auf jeden Fall hier ein bisschen was. Ich werde auf jeden Fall mal hier mal den Rumpf ausbauen. Ich habe schon gemerkt, dass so auf jeden Fall, ich kriege da immer noch richtig böse Schaden rein. So, dann holen wir uns auf jeden Fall nochmal richtig fette Breitseitenkanonen. Jetzt haben wir noch 600, 20.000 Reales, ja, okay. Fehlt mir auch ein bisschen wieder Metall. Also das heißt, ich nehme euch dann mal wieder so meine kleinen Beutetour auf jeden Fall mit. Was ich auf jeden Fall aufrüsten werde, ist der Mörser. Das ist ganz, ganz wichtig. Weil mit denen arbeite ich ja auch. Okay, jetzt geht es natürlich wieder böse rein, die Drehbassen. Sehr präzise, massiv Schaden anzurichten. Ich glaube, das ist auch nur noch das Einzige, was ich so machen kann. Komm, was soll's. Also, drei Upgrades geht auf jeden Fall. Ich möchte jetzt eigentlich am liebsten mal ein bisschen jetzt noch ein bisschen eine Runde spielen. Kann ich euch das vielleicht doch mal ein bisschen zeigen. Nur damit ich auch mal selber weiß, so wie das abgeht. Ja, komm, was soll's. Legen wir es mal hier mit einem fetten Kriegsschiff an. So ein kleiner Boni.
wo ich jetzt. Ist egal, dann machen wir in dieser Mission, so zeige ich euch jetzt auf jeden Fall mal, so was das Schiff so ein bisschen das kann. Und ja, dann haben wir halt natürlich jetzt zwei Folgen hintereinander, wo wir jetzt fahren, aber wie gesagt, dann habe ich auch immer mein Wort gehalten und so. Das ist natürlich das Wichtigste überhaupt. Ja, so gucken wir mal, suchen wir uns jetzt mal einen schönen fetten Kahn. Was haben wir denn eigentlich da hinten? Das ist jetzt eine Fregatte, glaube ich, ne? Eine Schoner. Na? Was ist es denn? Die Fregatte, die Conquistadore. Komm, die holen wir uns jetzt. Oder, Jungs? Ich würde schon sagen. Aber jetzt weiß ich auch wenigstens, für was jetzt immer diese Shanties sind. Also ich habe das jetzt, ist dafür da, das sind die Matrosen hier. Andere Lieder singen. Also hier, das ist die Brick, ne? Das will ich jetzt eigentlich nicht. Die Brick will ich nicht haben. Bringt jetzt auch nicht mehr so viel für mich. Ey. Wir werden auf sie treffen, Sir! Ja. Und getroffen, Sir! Ja, das tun wir nämlich gleich unterbinden. Macht euch bereit! Achso, scheiße. Glück war's jetzt. Und das eigentlich. Die Brick. Komm, machen wir einmal, sagen wir mal auf Wiedersehen, oder? Oh, krass. Ja, können wir haben. Ja, jetzt muss ich wieder reinkommen. Ich habe bloß einen Tag nicht gespielt, oder? Ja, komm. Bam, bam, bam. Ich hätte mir mal ein bisschen mehr auf. Aber, ja, komm. Aber jetzt gehen auch. Ich muss schon sagen, oh, dann nehmen wir hier noch einen mit. Und die Bassen gehen eigentlich recht gut ab. Und jetzt habe ich mal hier wieder das Beste. Was mit dem Mörser? Wollen wir mal Mörser ausprobieren? Ja, gut. Ey. Was soll denn das werden? Wollen wir gleich mal einen großen Gegner suchen. Also ich guck mal jetzt wirklich, dass ich jetzt mal auch ein Kriegsschiff da finde. Ja, weil wie gesagt, die jetzt die Brick, die war jetzt nicht so die große Herausforderung. Achtung! Ich wollte eigentlich. Achso, jetzt. Ja. Alle Segel, Bewegung! Wie gesagt, jetzt spiele ich mal einen Tag nicht und so, jetzt stelle ich mich natürlich mal wieder richtig doof an. Also ich habe auch wirklich dafür ehrlich gesagt ein bisschen lange gebraucht, um euch die Materialien da zusammenzufarmen. Aber es war es anscheinend auch auf jeden Fall wert. Lassen wir sie Eisen schmecken! Und ich bin jetzt schon wieder voll. So, hier. So. Ich habe auch schon gemerkt, wo ich ein bisschen hier drauf schieße. Muss ich hier da dieses Fass. Ein bisschen so verachtet. Oder nicht beachtet. Ja, beachtet. Ja. Ich bin ja der deutschen Sprache nicht mächtig. Oh, das wäre ein schönes. Vielleicht kriege ich jetzt nochmal zwei. Nee. Ja, nein, nicht. Hier nicht auf dem Kanonenrohr, sondern gehen wir rüber. Was wollt ihr denn schon hier? Also, was wollt ihr denn? Das sind hier drei. Ja. Spanisch geschnetzeltes, so. Ja, geht doch. Jo. Okay, ist wieder voll. Guck mal, 100 rum. Geht auf jeden Fall. Machen wir, was machen wir denn hier? Jackdaw reparieren. Obwohl es. Ja, ich hätte die Flotte aufnehmen sollen, hätte ich sie wieder abfragen können. Ja, blöd war's. Also jedenfalls, wenn ihr immer dann die Schiffe aufnehmt in der Flotte, das habe ich jetzt nämlich auch so gesehen, könnt ihr die nämlich auch später dann wieder abfragen. Jetzt suche ich auf jeden Fall mal einen schönen Gegner. Ich will einen schönen Gegner jetzt haben. Eine Fregatte. Achtung, wir schossen Vieren und Fahrt aufnehmen! Ja, also nochmal, also wenn ihr die, jetzt wiederhole ich mich zwar, ist ja egal. Wenn ihr die Schiffe in eine Flotte aufnehmt, dann könnt ihr die später dann abwracken und dann kriegt ihr diese Kristalle. So, komm. Na? Oha, guck mal, das ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen was abgezogen. Ja. Dann. Feuer! Komm los, erschreckt nicht nah! Oh, Feuer! Ich bin hier und sie bricht! Feuer! China? Feuer!
Okay, das sind die Drehwaffen. Ja, wir wollen sie entern. Das ist schon wieder einer, das gibt's doch gar nicht. Okay, dann machen wir die halt alle platt, was soll's. Ich lass mir mal wieder hier ist. Das, was willst du denn jetzt schon? Okay. Komm, Drehwaffen. Royal Navy! Auf Wiedersehen, Royal Navy! Das ist für Nassau. Ich will aber auch mal, dass sie hier solche Kanonen haben. Ach, die hat aber hier richtig gutes Feuerkraft, muss man schon sagen. Hier, tschüss. Komm, Wiedersehen. Oh, ich hab mal wieder. Ja, okay, alles klar. So, tschüss. Ich glaube, ich krieg die hier fast alleine. Boah, es hat mich hier mir wieder angeeignet. Oh, guck mal, Nasenkriegsschiff. Alter. Ja, okay, das war nicht so schön. Oh, oh. Oh, oh, Leute. Nicht so gut. Das Problem ist ja, Schröder, es wäre ja in Ordnung. Oha, guck mal, das ist Kriegsschiff. Ich habe es wirklich. Ich habe euch ja versprochen, dass wir ein Kriegsschiff auf jeden Fall einnehmen, aber nicht, wenn mein Kahn ein bisschen leicht lediert ist. Den Pot nehmen wir uns auf jeden Fall, den nehme ich natürlich dann auch gleich in die Flotte auf, wenn wir schon auf jeden Fall eine Flotte haben. Und wir gucken, wo wieder das Ding ist. So, guck mal, wie war es das schon? Ich muss noch mal weiter feuern. Nein, nicht ins Wasser. Alle meine Engine schwimmen im Meer. Oder also mal Captain Kenway schwimmt im Meer. Wie auch immer. So, kommt auch jetzt irgendwie. Wir sagen, Zeit ist Geld, aber in dem Fall ist Zeit Leichen. Ne? Jetzt hier, auf geht's. Ohne spanisches Ragout. Ah, jetzt ist das böse abgegangen. Ich muss auf jeden Fall sagen, das will ich auf jeden Fall dann als nächstes dann dieses Kriegsschiff haben. Ich hoffe natürlich, dass ich da jetzt nicht wieder fair ne, so. Oh, okay. Ja, das Ding, guck mal hier, da kreuzt da rum. Normalerweise eine. Oh. Was habe ich hier? Den habe ich mir. Feuer! Feuer! Bereit zur Feuerkette! Oh, 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 ich hab... So, jetzt habe ich die, oder? Oh je, oh je, oh je. Da hol ich mir alle. Ja, ich krieg's ja schon. Oh je. Feuer! Die hol ich mir auf jeden Fall noch ran. Nicht auf den Felsen jetzt laufen und dann gleich, wenn ich mir den anderen Kahn gepackt habe und der, ja, wie gesagt, da dieses Schiff will ich auf jeden Fall haben. Was hat es denn? Oh, ich bin aber ein Level 29 auf Fregatte, ist ja egal, aber glaube ich genügend Frachtraum, das ist die Hauptsache. So, wo sind sie dann? Ja, nicht versenken, bitte nicht versenken. Ist sie jetzt versenkt? Ja, oder? Ja, gut. Okay, alles klar, die kann ich noch entern. Das werde ich natürlich auf jeden Fall machen. Und dann hole ich mir jetzt dieses Kriegsschiff. Ganz oben ist es in meiner Beuteliste. Gut, für Level 29 und so ist es jetzt auch nicht so kritisch. Aber gut, das ist ein Kriegsschiff. Also. Kann ich denn das Ding für meine Handelsflotte benutzen? Also gleich hier, ne? So. Wo ist denn der Krieg wieder? Das passt. Ja, sehr gut. Ich hab's erwischt. Ich hab's erwischt. Jetzt noch das andere. Oh nein.
Ja, ich wollte... Ey, was willst du denn jetzt hier? So. Alter. So. Ja, okay, komm mal hier so. Komm, hier machen wir den Grobian weg. Oh je, yeah, das wird doch schon wieder. Oh je, yeah. Ah, komm. Manchmal ist die Kameraführung auch wirklich so blöd, dass du auch gar nichts erkennst. Also gleich, wenn ich die hier hab. Und wie versprochen, wenn wir uns endlich dieses Kriegsschiff, so wie es sein sollte. Ja, stirb. Boah, Alter, der hat mich richtig gut erwischt. Das hat richtig gut gezügelt. Jetzt krieg ich auch irgendwie wieder mal ein bisschen rüber zum Regenerieren. Ich kann ja nämlich von hier aus auch schießen. Ja. Schießen. Komm mal schießen. Ja, jetzt geht meine Crew wieder drauf. So. Ich würde jetzt eigentlich mal schießen wieder. Schieß doch mal. Ja, wieder da rumschleißt, aber schießen. Zieh doch mal, Waffe ziehen. So, komm. Ah ja, okay, da war's wieder. So. Ja. Schau ich mal wieder so selten dämlich an. Ja, komm. Schauen wir nur noch dann das Fass. Zünden wir dann einfach das Fass jetzt an. Ey. Ich hab einen Keks. Aua. Jetzt hört doch mal das an. Einfach mal anzünden hier bitte. Was ist das denn hier? Ja, genau. So. Dass wir mal auch über das Deck werfen können. Ey. Ja. Sehr schön, jetzt ist nochmal weg. Kann ich jetzt mal endlich gleich. Oh, jetzt schießen. Schaut doch mal an. Hallo. Soll ich da jetzt die ganze Zeit die Pack machen? Muss mal einfach. Soll ich drauf schießen? Was passiert da? Ja, so geht's aus. War natürlich jetzt nicht die beste Idee, aber es funktioniert so. Komm, und jetzt da. Kriegsschiff. Ja, Heuzucker, sehr gut, können wir auf jeden Fall gebrauchen. Ja, mein Bekanntes gerade ist wieder sehr, sehr oben. Also ich muss schon sagen, ich war eigentlich auch... Ja, mein Bekanntes gerade wurde erhöht. Das Ding, guck mal, da hinten ist es, das holen wir uns jetzt. Genau das möchte ich jetzt haben. Sobald wir in Schussreichweite sind von den Mörsern. Ja, der interessiert mich jetzt nicht. So, ich will jetzt, wie gesagt... Boah, wie weit ist denn das Ding jetzt entfernt hier? So, jetzt, ich glaube, jetzt können wir es probieren. Ja. Gut, okay. Guck mal, das hat sogar richtig böse Schaden bei diesem Kriegsschiff, oder? Finde ich richtig gut. Oh, das ist gleich ein zweites. Bereit zu feiern, Sir! Ja. Komm schon, treff die Bastarde! Ja, werden wir auch. So, probieren wir es nochmal. Aber auf jeden Fall hier ohne. Ja, ja, okay. Daneben, verdammt! Hier daneben. Komm jetzt da. Mörser. Oh, ich habe keine Mörser mehr. Natürlich wieder so super. Mitten in der Schlacht geht mir die Munition aus. So. Okay, aber wir haben ja noch die anderen aufgemotzt. Also die 13.
Kanonen. Ja, die hauen jetzt richtig gut rein eigentlich. Also jetzt hier am Kriegsschiff sieht man das eigentlich wirklich sehr, sehr gut. Okay. Oh, nee. Nein, der Treffer könnten sie lassen. Feuer! Kanone bereit! Feuer! Oh, jetzt kommt. Oh ja, ich... Also Schiffe, ich sag jetzt Fliege. Ich schippe, ja, ich bin ja auf dem Links. Vom Schiff. Vom jetzt auch hier. Sehr gut, jetzt haben wir hier ein Kriegsschiff. Also es hat sich auf jeden Fall rentiert. Ja, jetzt muss ich halt nur wieder einnehmen. Ich hoffe, jetzt stelle ich mich hier wirklich nicht so selten wie mich an. Ich möchte euch das jetzt auf jeden Fall zeigen. Alles setzen und schafft zum Wind ausrichten. Ja, komm. Ja, tun wir runter. Sehen Sie in Ihren Untergang. Gegnerische Offiziere töten. Flagge des Feindschiffs zerstört. Okay. Schauen wir mal, ob wir das alles so hinkriegen. Wo haben wir denn die Offiziere da? Na komm, muss doch da jetzt mal hier irgendwas treffen. So. Wow, jetzt alle beide gleichzeitig. Das war jetzt ein super Treffer. Muss ich mal gucken. Was, okay, also ich muss hier hoch. Ey, was willst du denn jetzt hier? So, okay, probieren wir es nochmal. Na komm. Auf geht's. So, und jetzt auf jeden Fall schnell hoch. So, tschüss. Und weiter nach oben. Also, es könnte gut funktionieren, dass ich da jetzt wirklich das Kriegsschiff hier einnehme. Und? Ist da noch einer? Nee, ne? So, genau hier hoch, oder? Ja, da ist doch gar keine mehr. Da ist doch gar keine Flagge, doch da. Ach, ich pack. Zerstören. Sehr schön. Ja, komm, jetzt will ich aber schnell wieder runter. Oh je, ich habe irgendwie Angst dazu, dass ich den sterbe. Ich glaube, das ist... Oh. Schockrad. Habe ich irgendwie die Möglichkeit auf den Atem zu? Ja, hab ich. Sehr gut. Mach ich das. Alles klar. So, jetzt nur noch, wie gesagt, die Mannschaft niedermetzeln. Hallo? Macht man, das macht man nicht. Man schießt doch keinen Mann in den Rücken. Okay, vielleicht doch. Also ich mach's jedenfalls. Bei mir ist es erlaubt. Ich bin ja ein Attentäter, ein Assassine. So, komm, stirb. Tschüss. Alles klar. Was geht da oben? Nee. Ja, so. So, komm, tschüss. Ey, daneben. So, aua. Das hat auf jeden Fall wehgetan. Ey. Was soll denn das jetzt hier? Sehr schön. So. Das Schiff ist mein, das Schiff ist mein, das Schiff ist mein, das Schiff ist mein. Tausend reales Holz, Metall, genau das ist eigentlich, was wir brauchen. Und wir haben mal wieder Mörser bekommen. Das darf man auch nicht vergessen. 7 Crewmitglieder. Ein Chemnitz-Fluss aufnehmen. Das machen wir. Ja, also, weil wir haben ja auf jeden Fall Platz geschafft. Und Freunde, ja. Ich verspreche es euch auf jeden Fall, in der nächsten Mission machen wir definitiv weiter. Ich würde es erstmal sagen, also mit der Hauptmission weiter. Also erstmal sagen wir, das war's. Und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Bis dahin sage ich tschö mit Ö. Mach's gut!